Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der PSA-Konzern, zu dem auch Peugeot, Opel, DS und Citroën gehören, hat sich ja so ein Baukastensystem ausgedacht, mit dem sie verschiedenste Autos rausbringen können. Hier zum Beispiel sitze ich jetzt im Peugeot 2008e. Dann gibt es auch noch den 208e, das ist der kleinere Bruder hier vom Peugeot. Dann gibt es auch noch den Opel Mokka und den Opel Corsa. Und alles ist im Prinzip die gleiche Plattform, also Baukasten eben. Und die verwenden alle den gleichen Akku, 50 Kilowattstunden. Hier im 2008e sind 45 Kilowattstunden davon nutzbar. Und jetzt interessiert mich mal, wie ist eigentlich der Verbrauchsvergleich zwischen zum Beispiel dem Peugeot 208e und dem 2008e? Beides selbe Technik, selbe Plattform, selber Motor, selber Akku, aber eben doch deutliche Größenunterschiede. Und ich fahre jetzt heute mal meine Reichweitenstrecke mit dem 2008e von Bremen nach Bremerhaven, 130 Kilometer Autobahn bei Tempo 130 und der kleinere Bruder, der Peugeot 208e, fährt mit. Und dann schauen wir mal, wie da die Unterschiede liegen. Und ich bin gespannt und das wird ein sehr interessanter Test. Ich hoffe, ihr seid dabei, deswegen bleibt dran. Das ist also der 2008er von Peugeot und im Prinzip sieht es hier doch ziemlich gleich aus wie beim 208er. Wir haben hier ja so ein bisschen Soft-Touch-Oberflächen. Hier ist Carbon, diese Carbon-Oberfläche ist auch Soft-Touch. Wir haben hier so grüne Ziernähte, das sieht eigentlich relativ sportlich aus, genauso wie das kleine Lenkrad oben und unten abgeflacht. Das 3D-Eye-Cockpit von Peugeot ist ja sowieso ziemlich cool. Und hier in der Mitte haben wir noch ein 10-Zoll-Display für das Navi und so weiter, Media. Hier haben wir so Retro-Tasten, hier noch so ein paar Sensortasten. Und in der Mitte eine Klavierlack-Mittelkonsole. Also soweit das Auge reicht, ist es nur Klavierlack. Kann man geteilter Meinung sein. Hier sind auch schon die ersten Kratzer dran, geschweige denn von Fingerabdrücken. Das muss halt jeder selber entscheiden, ob er das gut findet. Ich persönlich finde es nicht so schön, aber es wirkt auf den ersten Blick sehr, sehr hochwertig, muss man sagen. Hier gibt es noch in der Mittelkonsole ein Ablagefach und ein Fach mit einer Klappe, wo das Handy drin verschwinden kann, auch mit induktivem Laden und so weiter. Zwei USB-Anschlüsse vorne, zwei USB-Anschlüsse hinten. Ja, und ein schönes Panoramaglasdach. Also das hier ist die GT-Ausstattung. Das hat schon was, muss man sagen. So, ich würde sagen, wir sind bereit, also starten wir. Kurz anschnallen, Trips sind zurückgesetzt. Ich habe jetzt 246 Kilometer Reichweite. Leider wird die Prozentzahl nicht angezeigt hier. Es gibt gar keine Möglichkeit, außer wenn man lädt, dann sieht man die Prozentzahl. Der Akku ist nicht ganz voll. Ich würde mal schätzen, er ist so bei 90% oder 85%. Okay, auf geht's, wir starten. Ja, dadurch, dass man das Lenkrad hier so niedrig stellen muss, sonst kann man nämlich das Eye-Cockpit nicht ablesen, ist irgendwie diese Fahrhaltung ein bisschen ungewohnt. Ist also anders, als ich sonst von anderen Autos kenne. Ist jetzt aber nicht schlimm. Ich denke mal, da gewöhnt man sich recht schnell dran. Das Lenkrad ist auf jeden Fall ziemlich klein und wirkt total sportlich, sehr griffig. Also sieht eigentlich ziemlich schick aus, muss ich sagen. Ja, und im Innenraum ist es total leise im Moment noch. Wir sind ja noch in der Stadt, wir hören aber auch kein Motorgeräusch, kein Piepen, kein künstliches Geräusch. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Es ist wirklich eine ruhige Gleitatmosphäre hier in der Stadt. Und auf Stufe B rekuperiert der 2008er sehr schön, fast bis zum Stillstand und rollt dann langsam weiter.
Ja, und so ein Ampelstart macht schon Spaß, auch wenn er erst in 9 Sekunden auf 100 ist. Der hat ja nur 100 kW, also 136 PS. Ist jetzt nicht so wahnsinnig üppig für die Größe des Autos. Naja, könnte es vielleicht ein bisschen mehr sein. Zumindest in der Stadt ist er noch ziemlich flott unterwegs. Ja, und bei 5 Grad Außentemperatur und angesagten leichten Regen fahren wir jetzt wieder auf die Autobahn. Und endlich ist das mit dem Wetter auch wieder so in dem Rahmen, den ich kenne. Ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Wir haben es nicht nur kühl, nämlich 5 Grad, sondern wir haben auch leichten Wind. Momentan haben wir Gegenwind. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auf der Hinfahrt ein bisschen höheren Verbrauch als auf der Rückfahrt. Aber das werden wir dann sehen. Vielleicht dreht er ja noch. Mal gucken. Ja, die WLTP-Reichweite hier beim 2008er liegt bei 320 Kilometer und jetzt ist freigegeben, jetzt fahren wir 130 Kilometer pro Stunde. Das heißt, wir werden diese WLTP-Reichweite natürlich überhaupt nicht schaffen. Überhaupt ist das Thema Reichweitenanzeige hier im 2008er genau wie schon im Opel Mokka und wie auch im 208er eigentlich reine Fantasie, sondern dieser Wert ist mehr oder weniger der WLTP-Wert. Der wird aber so gut wie nie erreicht. In der Stadt kann man das vielleicht gerade noch so schaffen, aber auf der Autobahn bei dem Verbrauch hier keine Chance. Und auf den ersten 20 Kilometer haben wir im Prinzip schon 60 Kilometer der Anzeige hier verloren. Das heißt, auf diesen Wert, der hier angezeigt wird, auf den darf man sich auf gar keinen Fall verlassen. Auf den ersten 25 Kilometer, da ist das schon wieder mal heftig. Da sind wir jetzt bei 27,3 Kilowattstunden. Das ist deutlich mehr, als es zum Beispiel noch im Opel Mokka war. Aber wir haben es heute auch mindestens 10 Grad kälter. Ja, und um den Verbrauch zu schonen, ist der 2008er auch bei 150 km/h abgeriegelt. Das heißt, schneller geht's nicht, auch wenn man es mal möchte, weil vom Fahren her ist er wirklich sehr angenehm, ist auch relativ ruhig hier bei 130 km/h. Windgeräusche sind sehr, sehr dezent, ein bisschen Rollgeräusche von den Reifen, aber das war's auch. Also sehr gut gedämmt hier. Und ich finde vom ersten Eindruck her ist er sogar noch ein bisschen leiser als beim Opel Mokka. Hi, wie sieht's denn aus bei dir nach 40 Kilometern mit dem Verbrauch? Ich muss mal eben schauen. Ich habe 25,8 Kilowattstunden. 25,8, alles klar. Ich habe 27,2. Danke, bis später. Okay, ciao. Ciao. Ja, und nach 50 Kilometern liegen wir immer noch bei 27,2 Kilowattstunden hier mit dem 2008er. Und ich habe noch 98 Kilometer Restreichweite nach 50 Kilometer. Wohlgemerkt, wir sind von 246 gekommen. Also ich habe 148 Kilometer verloren an Reichweite auf 50 Kilometer Strecke. Das ist ganz, ganz, ganz schön heftig. Und wie gesagt, wir haben jetzt erst 50 Kilometer gefahren und wir müssen noch knapp 80 Kilometer. Und ich habe nur noch 96 Kilometer Restreichweite. Ich bin gerade so ein bisschen skeptisch, ob ich das überhaupt noch zurückschaffe hier. Das wäre ja wohl ein Ding.
60 Kilometer unterwegs, 26,7 im Moment der Durchschnittsverbrauch und wir fahren hier gleich wieder runter. Ich habe noch 82 Kilometer Restreichweite, aber noch 65 Kilometer zu fahren. Das wird also am Ende doch noch ziemlich knapp hier gleich. So, Halbzeit, 65 Kilometer gefahren, 82 Kilometer noch Restreichweite, das heißt, ich muss noch 65 Kilometer zurück. Und wir haben jetzt 25,6 im Durchschnitt. Das bedeutet, ich habe noch, ja, noch nicht mal knapp 20 Kilometer Restreichweite übrig als Puffer. So, wir sind auf der Rücktour. Jetzt nach 70 Kilometern liege ich bei 25,5. Und ich will mal eben fragen, was der 208er gerade für einen Verbrauch hat. Hallo. Hallo. Wie liegt denn dein Verbrauch gerade? Warte, Moment. 24,1 Kilowattstunden. Okay, hast du noch Restreichweite? Ja, nur noch 116 Kilometer. Es schwindet rapide. Ja, ich habe nur noch 72 Kilometer und wir müssen noch knapp 50 Kilometer fahren. Ach du Schande, das könnte aber knapp werden. Könnte knapp werden, mal gucken. Ja, wir haben noch knapp 50 Kilometer vor uns und wir haben noch 58 Kilometer Restreichweite. Ja, die Differenz schmilzt immer mehr. Ich bin mal gespannt, ob ich noch irgendwann ins Negative rutsche. Nicht, dass ich diesen Test hier noch irgendwie abbrechen müsste. Das wäre ja das erste Mal. Gut, der Akku war jetzt nicht 100% voll, aber laut Anzeige hätte ich jetzt geschätzt, es waren so 85-90%. Und bei 246 Kilometer angezeigter Reichweite, da meint man doch, dass man 130 Kilometer kommt. Also alles andere wäre ja richtig erschreckend. So, nach 90 Kilometern liegen wir bei 25,0, was aber auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich die Geschwindigkeit auf 120 km/h gesenkt habe, zumindest vorübergehend, weil einfach die Restreichweite mit meiner noch zu fahrenden Strecke nicht mehr kompatibel war. Jetzt hat sie sich langsamer verringert, sodass ich jetzt noch 10 Kilometer Puffer habe. Das heißt, wir haben noch 40 Kilometer vor uns und 50 Kilometer Restreichweite. Damit sollte es eigentlich gelingen, denn je leerer der Akku, desto genauer die Anzeige, sollte man zumindest meinen. Nun kenne ich das Auto natürlich nicht, bin das ja vorher noch nie gefahren. Aber ich spekuliere mal drauf, dass das jetzt auch wirklich hinkommt. Und übrigens hat es natürlich jetzt angefangen zu nieseln, also alles wieder in Ordnung mit meinem Move Electric Reichweitentestwetter. Ja, ist ganz interessant. Jetzt zum Schluss fällt die Reichweite bei der Anzeige eigentlich nur noch ganz, ganz langsam. Ich habe jetzt noch 10 Kilometer Puffer wieder gewonnen und wir sind bei 116 Kilometer gefahrener Strecke und wir haben noch knapp 14 Kilometer vor uns, 24 Kilometer Restreichweite und der Durchschnitt liegt hier im Moment bei 24,6. Mal gucken, was der 208er hat. Ja, hallo. Hallo, was hast du denn gerade für einen Durchschnittsverbrauch? 23,2 km/h. Alles klar, ich bin bei 24,6. Und wie ist mit deiner Restreichweite? Ich habe noch 54 Kilometer. Und du? 22. Ei, naja, gut, ist ja nicht mehr so weit. Alles klar, bis gleich.
Ja, und bei Kilometerstand 125 fahren wir dann gleich wieder von der Autobahn ab. Also wir haben es doch geschafft. Und dann gucken wir mal, wenn wir zu Hause sind, wo wir am Ende mit beiden Autos liegen. Ja, nach 130 Kilometer sind wir wieder angekommen und zwar mit einem Durchschnittsverbrauch von 23,9 hier mit dem 2008e. Der 208e hatte 22,5, also deutlich weniger, aber auch gar nicht so viel weniger, wie ich gedacht habe. Auch dieser Verbrauch hier hört sich erstmal auf dem Papier gar nicht so schlecht an. Wir haben immerhin 6 Grad gehabt, wir haben leichten Wind gehabt, er kam auf der Hinfahrt von vorne, auf der Rückfahrt leicht von hinten. Wir hatten ein bisschen Nieselregen zwischendurch, also keine idealen Bedingungen. Aber trotzdem, dadurch, dass diese Reichweitenanzeige so dermaßen ungenau ist, hatte ich zwischendurch tatsächlich Bedenken und das, obwohl ich ja nun erfahren bin, was Elektromobilität angeht. Aber wenn hier im Auto keine Prozentanzeige ist vom Akkustand, dann kann man irgendwie auch überhaupt nicht einschätzen, wie viel wirklich noch im Akku ist und wie weit man wirklich noch kommt. Und bei dieser rapiden Geschwindigkeit, wie diese Reichweitenanzeige sinkt, das verunsichert einen dermaßen, ich finde, das geht überhaupt nicht. Und ich hatte zum Schluss, wie gesagt, im schlimmsten Fall hatte ich, glaube ich, gerade noch mal so 6 Kilometer Puffer zwischen dem, was ich noch fahren musste und was noch für eine Restreichweite angezeigt wurde. Und wenn man dann gesehen hat, wie schnell das vorher gesunken ist, das kann man überhaupt nicht richtig beurteilen. Und das finde ich ein ziemliches No-Go hier in dem Auto. Da reden wir nachher noch drüber. Jetzt muss ich leider noch ein bisschen nachladen, aber dann fahren wir natürlich wie immer zum Schnelllader und nehmen eine Ladekurve auf. Ja, die Unterschiede zwischen dem Verbrauch der beiden Autos 2008 zu 208 sind gar nicht so groß, wie ich gedacht habe. Das sind gerade mal 5% mehr Verbrauch hier mit dem Crossover-SUV und das überrascht mich schon. An sich ist das wirklich ein schönes Auto hier. Er ist groß, er ist geräumig, er sieht sehr gut aus, er ist hochwertig, er ist ganz agil, zumindest im Stadtverkehr. Da kann man gar nicht meckern. Die Assistenzsysteme funktionieren wunderbar, die Geräuschkulisse ist sehr angenehm, der Wagen ist wunderbar gedämmt, der ist sogar noch leiser als der Mokka. Und auch vom Verbrauch her, wie gesagt, das geht. Es ist nicht so schlimm, wie ich es zum Beispiel befürchtet habe. Einziges Problem, wie auch schon beim Mokka, der Akku ist viel zu klein. Und ob diese Philosophie vom PSA-Konzern, eine Akkugröße zu nehmen und dort verschieden große Chassis drauf zu bauen, ob das wirklich so gut ist, das wage ich echt zu bezweifeln. Der 208er, das kleine Auto, der Kleinwagen, der ist mit diesem 45 Kilowattstunden nutzbar, noch gut bedient. Auch die Spritzigkeit ist dort sehr, sehr gut mit seinem 100 kW, die er hat. Aber das Gleiche dann hier mit dem großen Auto, auch mit dem schweren Auto, das passt meines Erachtens nicht. Und ich glaube auch, dass die Kunden, die sich dann so ein Auto kaufen, natürlich auch eine gewisse Vorstellung haben. Die Größe dieses Autos, die weckt natürlich Begehrlichkeiten, was man damit machen möchte. Und das kann man unter Umständen nicht. Im Stadtverkehr, wie gesagt, alles überhaupt kein Problem. Das urbane Umfeld, wie auch schon beim Mokka, alles gar kein Problem. Sobald man dann aber ans Reisen denkt,
Leute, das könnt ihr vergessen. Die Reichweite ist zu gering für längere Strecken. Man kann damit natürlich auch mal laden fahren, ist nicht das Problem. Aber die 100 kW Ladeleistung, die er bekommen soll, bekommt er jetzt hier auch nicht. Vielleicht unter Idealbedingungen, wenn es wärmer ist. Aber momentan bei 6 Grad draußen, obwohl der Akku eigentlich warm gefahren ist, bekommt er die nicht. Das heißt, man steht also locker die 40 Minuten und kommt dann gerade mal so 150 Kilometer weit. Denn zwischen 10% und 80% bewegt man sich ja. Da wird es allerdings schon problematisch. Prozent, ja, Akku-Prozentanzeige, Fehlanzeige. Nur beim Laden sieht man das. Und diese Reichweitenanzeige hier im Auto, eine Katastrophe, das war schon beim Mokka so. Aber hier fand ich es heute fast noch schlimmer. Die ist so schnell gesunken und hat einen als Fahrer so verunsichert. Ich finde, das geht gar nicht. Kleines Beispiel, ich bin hier angekommen, 9% war noch im Akku. Angezeigte Restreichweite 4 Kilometer. Hä? Das kann ja nun überhaupt nicht stimmen. Von daher, das ist dringend verbesserungswürdig. Das ist ja auch nur Software, das kann man doch machen. Weiterer Kritikpunkt der elektrischen Eigenschaften hier, Navigationssystem. Das Navi hat mir auch überhaupt nicht gesagt, dass ich zum Beispiel mein Ziel mit dem Akku nicht erreiche. Erst ab 10 Kilometer Rest, da hat es mir gesagt, ich möge doch mal laden und hat mir so einen Reichweitenkreis angezeigt mit den Ladestationen dort in der Mitte. Andere Ladestationen, die mir in der Stadt Bremen zum Beispiel angezeigt wurden, die kannte ich gar nicht, wusste gar nicht, dass dort eine ist und siehe da, es gab sie auch gar nicht. Also von daher fehlerhaftes Material, was die Ladestationen angeht. Ich finde, sowas ist für ein Elektroauto einfach ein No-Go. Und der PSA-Konzern, was will er denn damit? Was will er mit solchen Elektroautos erreichen? Sie haben ausgerechnet, dass sie 7% Elektroautos verkaufen müssen, damit sie die Strafzahlung für die CO2-Werte der EU umgehen. Und ich glaube, das ist auch genau die Überlegung. Sie wollen kostengünstig Elektroautos verkaufen, um diese Strafzahlung zu sparen. Aber ich glaube, so richtig mit dem Herzen dabei bei der Elektromobilität, das sind sie hier nicht. Das sieht man an solchen Autos ganz klar. Das ist im Prinzip der normale Verbrenner und dann der Akku drunter geschraubt. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass, obwohl das Auto ja an sich ein sehr schönes Auto ist, dass die Kunden, die das dann kaufen, die sich mit Elektromobilität wirklich noch nicht so großartig auseinandergesetzt haben, aber einfach jetzt elektrisch fahren wollen, dass die dann von so einem Auto am Ende enttäuscht werden und das eben auch auf die gesamte Elektromobilität übertragen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und leider Gottes ist PSA da auch nicht allein. Es gibt auch andere Autohersteller, auch gerade in Deutschland, die so ein bisschen diese Linie fahren. Trotzdem solltet ihr euch selber eine Meinung bilden von dem Peugeot 2008e. Es ist natürlich auch eine Frage des Anspruchs und des Fahrprofils. Vielleicht passt er ja für euch. Dann fahrt ihn unbedingt Probe, weil als Auto an sich ist er wirklich schön. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao.